Muriel Baumeister ist an Krebs erkrankt. In Bunte schildert sie exklusiv, wie die tückische Krankheit ihr Leben verändert hat und wer ihr nun beisteht. Nur ein einziges Mal kämpft Muriel Baumeister bei unserem Gespräch mit den Tränen. Dass sie gerade die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens durchmacht, würde man der berühmten Schauspielerin nicht anmerken. Sie strahlt, lacht und ist zu Scherzen aufgelegt, wie eh und je, als wir uns in Berlin zum Interview treffen. Wir kennen uns seit vielen Jahren, haben für Bunte gemeinsam viele Höhepunkte ihres Lebens erzählt, aber auch einige Tiefen wie ihre Trennungen und ihren Kampf gegen den Alkoholismus aufgearbeitet. Unser aktuelles Treffen hat einen traurigen Anlass. Das hängt davon ab, wie man es sieht, entgegnet Muriel Baumeister. Ich versuche immer positiv zu sein, insofern sehe ich unseren Anlass als schön an. Immerhin sitze ich hier, bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesen Krebs die Stirn zu bieten. Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP und ich habe zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht. Und vor einem Jahr im Juli war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde.